willkommen in Maggies Kochwelt. Bald steht Weihnachten vor der Tür und was wäre schon Weihnachten ohne Plätzchen? Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich euch an jedem Advent jeweils ein neues Plätzchenrezept poste und wir fangen auch schon direkt an, und zwar mit den Engelsaugen. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten. 250 Gramm Mehl, 150 Gramm Butter, eine Prise Salz, 175 Gramm Fruchtgelee, etwas Puderzucker zum Bestreuen, 1 Teelöffel Vanillezucker oder Vanillepaste, 100 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Backpulver sowie 3 Eigelb. Die Zubereitung des Teiges ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen lediglich alle Zutaten bis auf den Puderzucker und bis auf das Gelee zusammenmischen. Und zwar einmal das Mehl, dann die Prise Salz, die Butter, die Eigelbe, das Backpulver, den Zucker, und etwas Vanillepaste. Ich würde jetzt einen halben Teelöffel nehmen. Ihr könnt natürlich auch ein Päckchen Vanillezucker nehmen, aber die Vanillepaste ist einfach aromatischer und schmeckt einfach besser. So, und die ganzen Zutaten werden wir jetzt vermischen, und zwar etwa eine Minute auf der Teigstufe, aber ich würde vorschlagen, dass man eher die normale Stufe hernehmen soll, und zwar die Stufe 5, weil der Teig dann doch etwas cremiger wird. Der Teig ist jetzt fertig gemischt. Da die Butter jetzt doch etwas weicher gewesen ist, haben wir nicht eine ganze Minute gebraucht, sondern etwa eine halbe Minute. Also ihr müsst einfach schauen, in welchem Zustand gerade die Butter ist. Wenn die etwas härter ist, dann vielleicht 40 Sekunden mischen oder auch eine Minute. Wenn die Butter weicher ist, dann nur 30 Sekunden. Den Teig werde ich jetzt herausholen. So sieht er übrigens aus. Den hole ich heraus. Und zwar, da gibt es einen kleinen Tipp: Wenn man den Topf umdreht, dann kann man hier oben einfach drehen. Und dann müsste er eigentlich ganz gut herausfallen. Teig werden wir zu einer Kugel formen und dann etwa eine bis eineinhalb Stunden kalt stellen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Den Teig habe ich jetzt aus dem Kühlschrank geholt, nachdem er ganz gut abgekühlt ist. Den müssen wir einfach noch mal kurz durchkneten, damit er nicht zu hart ist. Und dann geht es auch schon weiter.
So, jetzt nehmen wir einen Holzlöffel her und drücken kleine Mulden hinein. Das Fruchtgelee habe ich bereits warm gemacht und jetzt müssen wir nur noch die ganzen Plätzchen damit befüllen. Ich habe den Backofen auf 175 Grad Umluft vorgeheizt und die Plätzchen 10 bis 12 Minuten gebacken. Das Problem dabei ist nur, dass die Marmelade beim Backen austrocknet. Das heißt, wir müssen die Mulden etwas nachfüllen mit dem Gelee. Das machen wir jetzt. So, als nächstes müssen wir die Plätzchen noch mit dem Puderzucker bestreuen. Und schon sind sie fertig. Wenn euch das Rezept gefallen hat, würde mich das freuen, wenn ihr das nachmacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal in Maidis Kochwelt. Thank you.